Hey, schön, dass ihr dabei seid, ZDF heute live. Nach mehr als 4 Monaten Krieg sind viele Teile des Gazastreifens nicht mehr bewohnbar. Hunderttausende Menschen hungern, leben in katastrophalen Verhältnissen und bekommen nicht die medizinische Versorgung, die sie vielleicht bräuchten. Die Hamas hat sich in Gaza eingegraben und hat noch immer über 100 Menschen entführt aus Israel in ihrer Gewalt. Hilfsorganisationen berichten, dass es fast unmöglich geworden ist, Hilfsgüter in vielen Bereichen des Gazastreifens liefern zu können. Es ist zu gefährlich, denn die Kämpfe, die dauern an und Absprachen mit dem israelischen Militär, die seien schwierig und die öffentliche Ordnung teilweise zusammengebrochen. Die USA, die kündigen nun heute an, Hilfsgüter über das Meer liefern zu wollen. Dafür wolle man einen provisorischen Hafen an der Küste des Gazastreifens bauen, aber das wird dauern und die Hilfe, die wird jetzt gebraucht. Und so versprechen mehrere Länder Hilfslieferungen über einen Seekorridor zu schicken. Die Schiffe, die sollen dann mit Hilfsgütern in der zyprischen Hafenstadt Larnaka in Richtung Gazastreifen starten. Wir haben dazu hier auch eine Karte, auf die wir schauen können. Diese Lieferungen, die müssten dann aber wohl vor der Küste auf kleinere Boote umgeladen und weiter transportiert werden, denn es gibt ja eben dort noch keinen Hafen. Also, noch viele Unklarheiten und deshalb heute bei uns das Thema Kampf gegen den Hungertod in Gaza. Dazu könnt ihr gerne Fragen stellen, mitkommentieren im Stream oder eben auch per Mail. Wir werden in dieser Sendung mit unserem Korrespondenten in Israel sprechen und auch mit dem Leiter der internationalen Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz. Bei uns ist aber zunächst am Anfang der Sendung Abed Hassan. Seine Familie lebt in Gaza und er selbst hatte sie hier auf diesem Bild auch am Anfang des Kriegsausbruchs besucht, war also in Gaza, hat die israelischen Luftangriffe erlebt. Die Panik vor Ort erlebt. Er hat Familienmitglieder verloren und konnte erst selbst nach über einem Monat ausreisen. Freunde und Verwandte sind immer noch dort und heute ist Abed Hassan bei uns, um darüber zu berichten, wie aktuell die Situation für die Menschen vor Ort ist. Hallo, dass Sie bei uns sind, Herr Hassan, schön, dass Sie da sind. Ich habe Sie gerade noch nicht gehört, jetzt. Herr Hassan, was berichten Ihnen denn Freunde und Familie vor Ort über die aktuelle Lage? Ja, es ist ein Kämpfen. Also es ist wirklich nur noch ein Geduldspiel, weil tatsächlich nichts mehr wirklich, also nichts mehr vorhanden ist, woran man sich wirklich festhalten kann. Also mein Cousin berichtet mir, dass fast alle krank sind, fast alle haben Hepatitis, Bronchitis. Kinder werden nicht wirklich gesund, weil es keine Makronährstoffe gibt, aufgrund dessen, dass das meiste, was sie essen, sind Konservendosen. Frisches Essen oder Obst oder Gemüse oder sonst etwas hat den 10-, 20-, 30-fachen Preis bekommen, wenn überhaupt, wenn man das im Süden wiederfindet. Also es gibt wirklich keine Möglichkeit für die Leute, auch wenn sie kleine Infektionskrankheiten bekommen oder sonst etwas, dass sie schnell an Heilung kommen. Und das ist eine Sache, die uns im ganzen Sterben und in den ganzen Todeszahlen gar nicht bewusst wird, dass es sehr, sehr viele Notleidende gibt, die leise leiden und die aufgrund ihrer Krankheiten leiden. Teilweise haben wir im erweiterten Kreis Familienmitglieder verloren, ältere Familienmitglieder, die aufgrund vom Stress Herzattacken bekommen haben, Herzinfarkte oder sonst etwas. Vor 3 Wochen ist die Oma von meinem Cousin dadurch gestorben. Und es wird definitiv nicht einfacher. Und wo befinden sich Ihre Familienmitglieder, Ihre Freunde? Sind die im Süden? Haben die Schutz gesucht im Süden? Sind die im Norden? Hören Sie aus beiden Teilen des Gazastreifens? Bekommen Sie da noch Informationen? Also wo genau sie sind, keiner mag wirklich genau sagen, wo jemand ist, weil wir alle Angst haben. Wir haben alle Angst. Keiner mag wirklich sagen, wo er ist. Aufgrund dessen, dass man ist immer noch dem Krieg ausgesetzt, jeden Tag dem Tod ausgesetzt. Die meisten Familienmitglieder von uns sind in Rafah. Sie sind, manche sind 3-4 Mal geflüchtet, bis sie dann irgendwann in Rafah angekommen sind. Die eine Hälfte befindet sich in einem Haus zusammengefärscht. Und die andere Hälfte, mehr oder weniger, sind in den Zelten an der Grenze. Die Zelte sind allerdings auch, also die Bedingungen dort sind sehr, sehr schwierig. Es gibt kaum Sanitäranlagen. Diejenigen, die keine Toiletten haben, müssen sich eine Toilette teilen mit über 500 Leuten. Das Frischwasser, das Trinkwasser wird geliefert auf Eselkarren, also ohne jegliche Hygiene. Im Norden habe ich auch noch ein paar Verwandte, die dort geblieben sind.
Wenn ich sie sehe, erkenne ich sie nicht wieder. Also einige von ihnen sind bis aufs letzte Gramm Fett abgemagert. Und ja, es ist jeden Tag ein Hoffen und ein Ringen. Sie haben es angesprochen, dass in den Zeltstädten in Rafah, ganz im Süden, da drängen sich rund 2 Millionen Menschen, haben dort eben Schutz gesucht. Auch dort droht ja eine israelische Bodenoffensive. Wurde den Angehörigen, zu denen Sie Kontakt haben, irgendwie schon mitgeteilt, wo sie sich denn hinflüchten sollen, sollte es dazu dann kommen? Also nach der Nacht, wo die israelische Armee eine Operation in Rafah durchgeführt hat, wo in dieser Nacht über 100 Menschen getötet worden sind, hat mein Cousin am nächsten Tag extreme Sorge geäußert. Und jeden Tag, wenn wir sprechen, äußert er Sorge, weil er tatsächlich nicht weiß, was passiert. Wir wissen nicht, was passiert. Die meisten anderen Städte, Khan Yunis, Gaza und im Norden, sind wirklich bis aufs Letzte zerstört. Das sind Teilweise sehen sie aus wie Mondlandschaften. Die Häuser, in denen die Armee war, sind verbrannt. Also die Häuser, die noch stehen, sind teilweise verbrannt. Die Leute wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Also wenn die israelische Armee in Rafah tatsächlich einmarschieren sollte und alle Orte, wo die israelische Armee sich zurückgezogen, also wieder rausgezogen hat, sind fast komplett zerstört. Dementsprechend sind die Leute dort wirklich dann, also das wird eine neue Eskalation sein von einer humanitären Katastrophe, aufgrund dessen, dass Rafah der einzige Ort ist, der jetzt noch einigermaßen funktioniert. Und was kommt überhaupt noch rein an Hilfsgütern? Also was kann man überhaupt noch bekommen? Wovon ernähren sich die Menschen, mit denen Sie sprechen? Sie haben es angesprochen, Konserven, aber kommt auch noch irgendwas an Hilfsgütern rein, was Sie erreicht? Also die Hilfsgüter sind sehr, sehr begrenzt. Die Leute müssen sich teilweise die Sachen kaufen. Das haben Sie auch eingangs erwähnt, die öffentliche Ordnung ist zusammengebrochen. Es gibt gerade keine zivile Polizei. Dementsprechend gibt es auch keine Ordnung, wie Hilfsgüter verteilt werden, wenn sie reinkommen. Mein Cousin arbeitet freiwillig mit der UN zusammen und der hat mir gesagt, dass in den letzten 2 Wochen sie 2 Kekspackungen pro Familie verteilt haben. Auf der anderen Seite gibt es halt private Initiativen von Leuten, die irgendwie etwas wohlhabender sind, die dann kochen, wo es von einem gemeinsamen Topf quasi gegessen wird. Aber die Lebensmittel sind so teuer geworden. Also teilweise ein Sack Mehl kostet über 500 Euro, was vor dem Krieg 10 Euro gekostet hat. Die Leute können sich das nicht leisten. Gibt Ihnen jetzt so eine Ansage heute, Hilfe über einen Seekorridor liefern zu wollen, gibt Ihnen das Hoffnung oder versprechen Sie sich davon nicht viel? Ich weiß nicht, wie ich das beurteilen soll, weil für mich ist, meine Hoffnung ist schon längst gestorben, dass sich etwas tut, weil es sind schon über 5 Monate Krieg und wir bekommen immer mehr bestätigte Tote, Hungertote von, wir sehen, also ab, ich habe so viele Bilder gesehen von abgemagerten Kindern, Kindern, die teilweise in Zelten geboren werden, weil Frauen nicht in Krankenhäuser können. So Sachen, die wir so nicht mitbekommen. Und ich denke mir die ganze Zeit, also wenn eine Hilfe reinkommen soll, dann schon hätte es schon längst passieren müssen. Auf der anderen Seite gibt es eigentlich genug Übergänge in Gaza, dass Hilfe reinkommt über den Landweg. Deshalb verstehe ich persönlich nicht, warum der Seeweg da in Anbetracht, also in Betracht genommen wird, obwohl tausende LKWs vor Rafah stehen zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Ich kann es selbst für mich nicht beurteilen, aber ich erhoffe mir natürlich, dass das eine Verbesserung bringt. Sie sprechen Aber es gibt damit, ja. keinen Hafen in Gaza tatsächlich. Also es gibt keinen Hafen, der ist zerstört. Da kann kein richtiges Schiff andocken. Richtig, der müsste eben erst neu gebaut werden. Sie sprechen an unter anderem eben den geschlossenen Grenzübergang im Norden des Gazastreifens. Es gibt eine Frage direkt an Sie aus dem Stream. Da fragt sich also ein User, eine Userin, ob Sie sich vorstellen könnten, dass die Menschen, also die Zivilisten, aufeinander zugehen, da die Regierung es ja nicht schaffen. Wobei natürlich es wahrscheinlich nicht in der Hand der Zivilisten liegt, mein Einschub. Und der User fragt sich also, wie soll realistischer Frieden, woher soll der kommen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also die erste Frage kann ich einfach beantworten tatsächlich. Es liegt am politischen Willen, dass keine Hilfe reinkommt. Es gibt eine israelisch-palästinensische Initiative, die nennt sich Standing Together. Das ist eine Friedensinitiative, wo sich also wie, wo alle, wo sie für einen Waffenstillstand einerseits demonstrieren, andererseits natürlich für die Entlassung der Geiseln und die Beendigung des Krieges. Und sie sind zum Grenzübergang Karm Abu Salem gefahren. Wo die Hilfsgüter eigentlich reinkommen. Sie haben selbst Essen gesammelt, sie haben selbst Dinge gesammelt, aber sie wurden von der israelischen Polizei und von der israelischen Armee zurückgehalten. Also es liegt tatsächlich am politischen Willen, dass die Leute in Gaza aushungern, liegt vor allem am politischen Willen, nicht am Willen der Menschen, dass sie nicht helfen wollen, nicht am Willen der Menschen, dass sie nicht spenden wollen. Ich höre auch von so vielen Leuten, dass sie helfen wollen,
Aber es ist leider ein politisch künstlich geschaffenes Problem auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zum Thema Frieden. Ich möchte es auf das Einfachste runterbrechen. Für mich muss es eine Grundlage für Frieden geben. Und die Grundlage für Frieden ist Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit für mich bedeutet, dass alle Menschen unanbetracht dessen, wo sie herkommen, was ihre Religion ist, wie sie aussehen, dass sie alle die gleichen Rechte haben. Und wenn alle die gleichen Rechte haben und wenn Menschen miteinander sprechen statt übereinander, dann denke ich, sind wir dem Frieden ein großes Stück näher. Und ja, da müssen wir alle vielleicht ein bisschen ein Stück irgendwie aus unserer Perspektive rauszoomen und versuchen auch den anderen zu verstehen und auf den anderen zu schauen. Über den politischen Willen und die israelische Seite können wir gleich mit unserem Korrespondenten in Israel, Michael Beverunge, sprechen. An Sie noch diese Frage aus dem Stream von Sebald Hufer. Kommen denn Hilfsgüter bei der Bevölkerung überhaupt an oder werden sie von Hamas beschlagnahmt? So wie ich das höre, wie es mir gesagt wird, gibt es keine Regierung. Also dementsprechend, es gibt eine zivile Polizei von der Hamas, die normalerweise dafür da ist, für Ordnung zu suchen. Aber diese Polizei wird auch angegriffen, wenn sie sich zeigt, also wenn sie sich in Uniform zeigt. Dementsprechend gibt es kriminelle Banden zum Teil, die Hilfslieferung, also irgendwelche kriminellen Banden quasi, die das Chaos ausnutzen, um diese Hilfslieferung dann zu kapern und für teure Preise zu verkaufen. Also es gibt alles im Krieg. Es gibt in Gaza Leute, die sich gegenseitig helfen, die auf selber verzichten auf ihre Mahlzeiten, damit sie anderen helfen. Aber dann gibt es natürlich leider in so einer Situation auch Nutznießer. Die Schilderungen von Abed Hassan, der Familie und Freunde im Gazastreifen hat. Vielen Dank, dass Sie heute Abend sich Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne. Ich danke Ihnen. Im Gazastreifen selbst gibt es auch viele mutige Journalistinnen und Journalisten, die versuchen, weiter zu berichten, Bilder zu drehen, eben auch für uns, für das ZDF. Und unser Studioleiter in Tel Aviv, der hat gemeinsam mit den lokalen Kollegen in Gaza einen Bericht gemacht. Wir haben Einblick in den Norden bekommen, der, um den es noch schlimmer stehen soll, als den Süden, was die humanitäre Lage und die Ernährungssicherheit betrifft. Und die Menschen dort also komplett abgeschnitten. Der Bericht jetzt zuerst von Michael Beverunge. Schutt und Asche. Das ist Beit Lahia ganz im Norden von Gaza. Zu großen Teilen gibt es die Stadt nicht mehr. Nur Straßen und Wege folgen noch den alten Plänen. Und doch leben Menschen in der Apokalypse, überleben irgendwie. So wie Abu Ra'afat und seine Familie. Wir leben heutzutage nicht. Wir leben gar nicht mehr. Ich sitze hier und wünsche mir einen Laib Brot. Seit mehr als 2 oder 3 Monaten haben wir keinen Laib Brot mehr bekommen. Wir essen, was wir auf dem Boden finden. Wir essen Wegmalve, alles, was wir finden. Es gibt einfach nichts zu essen. Aus dem Malvenkraut kocht Umra Afad eine dünne Suppe. Nichts, wovon man satt werden kann. Die Malven wachsen hier und da, auch auf dem Markt werden sie verkauft, zusammen mit etwas armseligem Gemüse. Lkw mit Hilfslieferungen kommen gar nicht erst bis hierher durch, auch keine Hilfspakete aus der Luft. Wir haben alle etwa 15 Kilogramm abgenommen. Wir können kaum noch laufen. Wenn es so weitergeht, werden Sie in den Krankenhäusern lauter Menschen finden, die zu schwach sind zum Laufen. Abu und Umra Afad sind komplett auf sich allein gestellt. Weder Hamas noch israelische Truppen lassen sich hier blicken. Niemand, der sich kümmert. Das Wichtigste ist, dass der Krieg aufhört. Er hat so viele Leben und Menschen gekostet, die uns am Herzen liegen. Auch mein Sohn ist ums Leben gekommen. Schon ein kurzer Waffenstillstand würde helfen, doch Hamas weigert sich, ihre Niederlage einzugestehen. Israel ist im Norden de facto Besatzungsmacht und daher jetzt für das Wohlergehen der Menschen verantwortlich. Michael Beverunge ist uns live aus Tel Aviv zugeschaltet. Schön, dass du bei uns bist. Hallo Michael. Hallo. Michael, wir haben gerade den eindringlichen Bericht von dir aus dem Norden gesehen. Es gibt dazu auch direkt eine Frage, die passt aus dem Stream. Andrea fragt sich, warum lässt Israel keine Hilfsgüter zu und dazu eben auch dieser Grenzübergang im Norden, den wir eben schon angesprochen hatten. Darüber könnte ja auch Hilfe kommen. Warum bleibt der zu?
Ja, das ist eine schwierige Frage und es gibt auch nur eine komplizierte Antwort darauf. Da klaffen einfach Anspruch und Wirklichkeit total auseinander. Die Israelis betonen immer, sowohl die Armee als die Regierung, dass es an ihnen nicht liege. Die Hilfslieferungen könnten rein, aber wenn man sich das mal dann genau anguckt, dann funktioniert das eben nicht und die Hilfe kommt nicht an. Und der Grund ist einfach schlicht der, dass keine Vorsorge getroffen worden ist. Wir reden immer viel von dem Tag danach, wenn der Krieg mal zu Ende ist und wie sieht die Nachkriegsordnung aus. Jetzt stellt sich heraus, dieser Tag danach war im Norden von Gaza eigentlich schon im Januar, als die Hamas die Kontrolle verloren hat und die Israelis haben sie übernommen. Und damit sind sie de facto Besatzungsmacht und eigentlich sowohl politisch als auch rechtlich verpflichtet, dort für das Wohlergehen der Zivilbevölkerung zu sorgen. Das heißt, medizinische Güter, Nahrungsmittel, andere Güter sicherzustellen und eben nicht nur, wie die Israelis immer sagen, facilitate, erleichtern, sondern tatsächlich sicherzustellen. Das heißt, Transporte zu begleiten, für irgendeine Art öffentliche Ordnung zu sorgen. Das alles hat nicht stattgefunden und deswegen ist eben der Zustand gerade im Norden der komplette Anarchie. Irgendwann haben sich dann die Hilfsorganisationen geweigert, in diesen anarchischen Zustand noch Güter zu fahren. Vorige Woche haben wir gesehen, was eskaliert, eine Massenpanik, Schüsse, da gab es dann viele Tote und jetzt ist man irgendwie aufgewacht und hat gesehen, so kann es nicht weitergehen. Aber konkrete Pläne, wie es denn jetzt anders weitergeht, die gibt es auch noch nicht. Genau dieser Vorfall, den du ansprichst, wir zeigen da auch gerade die Bilder davon. Dazu heute die Meldung, Israels Armee erklärte, man habe auf Verdächtige geschossen. Zuvor war eben von Warnschüssen die Rede, aber das sind genau die Bilder, die wir dazu sehen. Es gibt jetzt hier einen Kommentar im Stream, da schreibt ein User, die weltweit größte Hilfe ist die für den Gazastreifen. Die aktuelle Situation ist nicht der Normalzustand im Gazastreifen, den Ausnahmezustand hat die Hamas zu verantworten. Michael, die Frage jetzt. Kommen wir zurück zu den Hilfsgütern. Also diese versprochene Hilfe über den Seeweg von mehreren Ländern und auch der Hafen, den die USA dort verspricht zu bauen. Deine Einschätzung, wann wird das die Menschen überhaupt erreichen? Naja, vielleicht noch eine kleine Seitenbemerkung. Natürlich ist die Hamas verantwortlich für diesen Krieg und sie tut gar nichts für den Schutz der Zivilbevölkerung, gar nichts für die Versorgung der Zivilbevölkerung. Im Gegenteil, sie hat über Jahrzehnte die Ressourcen, die eigentlich der Zivilbevölkerung zugutekommen sollten, gekapert. Und insofern ist sie natürlich auch mitverantwortlich. Die große Frage, die jetzt, wir haben es gehört, es soll ein Hafen gebaut werden, es soll eine Seebrücke geben, also große Schiffe sollen große Mengen an Hilfslieferungen anlanden, aber die kommen ja auch nur bis zu dem Hafen oder dem künstlichen Hafen, da müssen sie an Land gebracht werden und von da aus gehen sie dann auch wieder mit LKWs nach Gaza hinein. Wer kontrolliert bitte, beziehungsweise wer beschützt diese LKW? Es gibt jetzt angeblich Überlegungen in der israelischen Armee, Zivilisten, die nicht der Hamas zugerechnet werden, mit Waffen auszustatten, sodass die eine Art Schutz bieten können für diese Konvois, die die zivile Polizei, von der wir gerade gehört haben, der Hamas vielleicht ersetzen kann. Aber das ist natürlich alles irgendwie nicht so richtig durchdacht, sondern irgendwie so ein Durchwurschen. Und es bedarf dringend eines systematischen Plans, wie es denn eine zivile Versorgung und eine zivile Verwaltung der Menschen, vor allem erstmal im Norden von Gaza, was zumindest zwar teilweise, aber nicht mehr unmittelbares Kriegsgebiet ist, umzusetzen. Im Süden sieht das noch anders aus. Da wird eigentlich noch an vielen, vielen Orten gekämpft. Es gibt eine Umfrage von Mitte Februar vom Israel Democracy Institute. Da heißt es, 70% der jüdischen Israelis lehnen Hilfslieferungen nach Gaza ab. Da gerne von dir die Einschätzung, warum ist das so? Und wäre das dann also auch eine politisch dann sehr unpopuläre Haltung, wenn Netanyahu sich dafür einsetzen würde? Ja, es gibt da natürlich verschiedene Fronten in Israel. Es gibt Menschen, die das komplett ablehnen, humanitäre Unterstützung. Das hat natürlich mit den Gräueln des 7. Oktober zu tun, mit dem schweren Trauma, was die Hamas mit ihrem brutalen Angriff dem Staat, der Bevölkerung zugefügt hat. Und natürlich übt das Druck auf die Regierung aus, zumal der rechtsextreme Teil der rechtsradikalen Regierung, die religiösen Zionisten, massiv Druck machen, eigentlich möglichst gar keine Hilfe zu geben, möglichst gar keine Zugeständnisse zu machen. Umgekehrt
stünde es Israel, jedenfalls aus meiner Perspektive, gut an, eher den Zivilisten in Gaza die Hand zu reichen. Denn schließlich will man ja eine andere Ordnung nach diesem Krieg erreichen. Und wie kann man das tun, wenn eigentlich nur verbrannte Erde hinterlassen wird? Der User Sebald Hufer, der kommentiert, die Hamas könnte die Freilassung der Geiseln anbieten. Dafür gibt es Nahrung. Lass uns genau über das auch nochmal sprechen, die Geiseln und eben auch die Gespräche über eine Waffenruhe. Michael, wie ist der aktuelle Stand da? Ja, da ist leider kein guter Stand zu berichten. Die Delegation der Hamas hat Kairo verlassen. Die Verhandlungen sind unterbrochen. Es sieht so aus, dass die Hamas die Verhandlungen weiter verschleppen will in den Ramadan hinein. Der beginnt nächste Woche am Montag, je nach Zeitrechnung. Und die Hamas hat aufgerufen, im Ramadan die Bevölkerung im Westjordanland, in Jerusalem, die Palästinenser zu den Waffen zu greifen, Israel überall anzugreifen, in Jerusalem, auf dem Tempelberg im Westjordanland. Und es ist natürlich eine weitere Eskalation möglich zu befürchten. Die Hamas hofft jedenfalls darauf, denn sie hat nicht mehr viel zu gewinnen. Sie fordert ja einen endgültigen Waffenstillstand, einen vollständigen Abzug Israels. Das ist natürlich absurd und illusorisch, weil sie hat nur noch ein paar Bataillone in Rafah, wo die israelische Armee bisher erstmal wartet bei dem weiteren Vormarsch. Und sie kann im Prinzip nur fordern, quasi einen totalen Sieg. Aber die israelische Armee wird natürlich nicht einfach ohne weiteres abziehen. Umgekehrt, bei einem temporären Waffenstillstand und die Armee verbleibt im Gazastreifen, hat die Hamas nicht viel gewonnen. Sie könnte einem humanitären Waffenstillstand zustimmen, sie könnte Geiseln freilassen, sie könnte etwas damit für ihre eigene Zivilbevölkerung tun, denn natürlich wäre bei einem Waffenstillstand eine viel einfache Versorgung der Bevölkerung möglich, aber das ist der Hamas offenbar egal. Die Einschätzung von unserem Korrespondenten in Israel, Michael Beverunge. Vielen Dank. Und bei uns ist nun der Leiter der internationalen Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz, Christoph Jonen, ist bei uns. Hallo, schönen guten Abend, Herr Jonen. Guten Abend, Frau Jung. Herr Jonen, was ist zurzeit die größte Herausforderung für die Hilfsorganisation? Es wurde bisher schon angesprochen, in der Tat. Das ist zum einen, dass nicht ausreichend Hilfe nach Gaza kommt. Und das zweite Problem ist, dass die Hilfe nicht die Menschen erreicht, die die Hilfe dringend benötigen. Und das liegt daran, dass es für humanitäre Helfende nicht möglich ist, aus Sicherheitsgründen vor allem zu den Menschen zu kommen. Die Situation ist auch für humanitäre Helfende extrem gefährlich. Seit dem 7. Oktober sind in Gaza 15 Mitarbeitende des palästinensischen Roten Halbmondes, unserer Schwestergesellschaft, vor Ort getötet worden, während sie versucht haben, Menschen zu helfen, zu retten. Und es muss einfach diese Sicherheit gewährleistet sein für die Zivilbevölkerung, wie auch für die Helfenden. Was versprechen Sie sich denn von dieser angekündigten Hilfe, die über das Meer kommen soll, sei es der Seekorridor oder eben auch der irgendwann dann gebaute Hafen vor Gaza? Also es ist natürlich zu begrüßen, jede Möglichkeit, mehr Hilfe nach Gaza zu bringen, unterstützen wir. Allerdings muss man sich fragen, ist das tatsächlich die effiziente Möglichkeit, um ausreichende Hilfe dauerhaft nach Gaza zu bringen? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, auf dem Landweg nach Gaza zu kommen. Und ich glaube, man darf diese Möglichkeiten nicht aus dem Auge verlieren, bevor man logistisch extrem aufwendige Modelle, wie eben jetzt über diese Schiffbrücke oder wie immer es dann heißen wird, das versucht. Also ich glaube, man muss tatsächlich noch mal schauen, geht nicht auch mehr über den Landweg, über andere Grenzübergänge? Denn derzeit die beiden Grenzübergänge, die es gibt, Rafah, dort ist die Kapazität, die hat dramatisch abgenommen. Es waren ja teilweise immerhin mehr als 100 Lkw, die dort reinkamen. Wir haben aber im Februar Tage erlebt, wo es weniger als 10 Lkw waren. Das ist auch geschuldet der zunehmend sich verschärfenden Sicherheitssituation in Rafah. Und dann gibt es noch den zweiten Grenzübergang, Kerem Shalom. Der ist aber nur sehr unregelmäßig passierbar, weil es doch immer wieder Demonstrationen gibt, die die Einfuhr von Hilfsgütern über diesen Grenzübergang erschweren. Aber im Norden gibt es Grenzübergänge und man muss wirklich auch schauen, was geht auf dem Landweg, weil die Seebrücke alleine wird das Problem nicht lösen.
Unterwegs zu sein auf den Straßen ist gefährlich. Ende Februar teilte das Welternährungsprogramm der UNO mit, dass es seine Lieferungen in den nördlichen Gazastreifen einstellen werde und wegen der Gewalt und des vollständigen Zusammenbruchs der öffentlichen Ordnung in dem Gebiet könnten bis auf Weiteres keine Transporte durchgeführt werden. Was glauben Sie, was sind die Pläne? Wie soll dann überhaupt Hilfe verteilt werden, selbst wenn sie also über das Meer irgendwo am Strand ankommt? Das wird genau das Problem sein. Es gibt den palästinensischen Roten Halbmond, unsere Schwestergesellschaft, die haben bislang schon, die haben den Großteil der Lkw, die über Rafah nach Gaza gekommen sind, das waren bis Ende Februar etwas mehr als 11.000 Lkw, die sind vom palästinensischen Roten Halbmond in Empfang genommen worden, weiterverteilt worden. Das heißt, logistisch bestehen die Kapazitäten, die können auch ausgebaut werden. Was aber nicht gegeben ist, ist die Sicherheit. Und das ist auch ein Grund dafür, warum auch der palästinensische Rote Halbmond nicht mehr in den Norden des Gazastreifens fährt, weil die Gefahren viel zu groß sind. Und deswegen ist diese Sicherheit, ein Minimum öffentlicher Ordnung, dringend erforderlich. Auch für die Zivilbevölkerung. Sie dürfen nicht vergessen, Herr Hassan hat das sehr eindrücklich geschildert. Es gibt keinen Ort im Gazastreifen, an dem Zivilbevölkerung sicher ist. Keinen Ort und keinen Zeitpunkt, an dem man dort sicher ist. Und das betrifft mehr als 2 Millionen Menschen jeden Tag. Es gibt Fragen an Sie bei uns im Stream. Und zwar möchte dort jemand wissen, wie viele Ihrer Hilfen sind über die Jahre von der Hamas beschlagnahmt worden? Also da die große Sorge natürlich, dass auch Hilfe in die Hände der Hamas gelangt. Uns sind keinerlei Hilfen bekannt, die von der Hamas beschlagnahmt worden sind, weil wir auch eine sehr besondere Arbeitsweise haben. Das Deutsche Rote Kreuz arbeitet seit vielen Jahren, auch mit eigener Präsenz durch das Deutsche Rote Kreuz vor Ort, mit dem palästinensischen Roten Halbmond zusammen. Der palästinensische Rote Halbmond ist in den gesamten palästinensischen Gebieten tätig, also im Westjordanland und in Gaza. Und wir haben durch diese Präsenz vor Ort. Ich glaube, man sieht auch gerade zum Beispiel Zelte, Hilfsgüter, die wir jetzt geliefert haben. Wir können das ziemlich gut nachvollziehen, was wir dorthin liefern. Wir liefern die Hilfsgüter wie andere auch nach Ägypten. Dort werden sie vom ägyptischen Roten Halbmond in Empfang genommen. Die ägyptischen Kollegen bringen es an die Grenze. Dort werden die Hilfsgüter vom palästinensischen Roten Halbmond in Empfang genommen und dann eben verteilt, beziehungsweise wie es eben bei den Zelten zu sehen war. Die werden dringend benötigt. Man hat es ja auch in anderen Berichten gesehen, diese Bilder auch von der Küste, vom Ufer, vom Strand. Dort überall müssen diese Notunterkünfte aufgebaut werden. Und deswegen sind wir da sehr zuversichtlich. Ich sage aber auch, es gibt in keiner Krise, in keinem bewaffneten Konflikt jemals die hundertprozentige Sicherheit, dass nicht einzelne Menschen Hilfe missbrauchen. Das darf aber kein Grund sein, dann zu sagen, darum helfen wir aber 2 Millionen Menschen nicht mehr. Ich glaube, das muss man auch sehr deutlich machen. Ich habe im Stream auch die Frage eben gesehen, dass sich jemand fragte, sind Ihre Mitarbeiter unabhängig? Und meine Frage dazu, wie stellen Sie das denn sicher? Sie meinen jetzt die Mitarbeitenden und ehrenamtlichen Helfenden des palästinensischen Roten Halbmondes? So verstehe ich die Frage, genau. Ja, genau. Naja, also der palästinensische Rote Halbmond, Sie können ja nicht einfach wie auch zum Deutschen Roten Kreuz, wenn Sie zum Deutschen Roten Kreuz kommen, müssen Sie auch Einführungsseminare machen. Sie werden sozusagen an die Organisation herangeführt. Sie unterschreiben Verhaltenskodexe. Und so ist das bei den Kollegen vom palästinensischen Roten Halbmond auch. Es wird natürlich auch dauernd geschaut. Wir machen ein Monitoring-System. Wir versuchen nachzuvollziehen, wo Hilfsgüter hingehen, was natürlich in der derzeitigen Situation ganz klar unglaublich schwer ist. Aber nochmal, Sie werden natürlich nie ausschließen können, dass sich einzelne Menschen fehlverhalten. Aber als Organisation haben wir ein großes Vertrauen in den palästinensischen Roten Halbmond, das wirklich auch auf einer sehr langjährigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit. Ein anderer User oder Userin fragt sich, warum helfen die arabischen Nachbarländer da nicht oder Ägypten? Ich glaube schon, dass auch Hilfe aus arabischen Staaten dahin kommt. Das ist jedenfalls mein Kenntnisstand. Und in Ägypten, ich hatte es eben kurz angesprochen, der ägyptische Rote Halbmond, also jetzt um in der Rotkreuz- und Rot-Halbmond-Bewegung zu bleiben, die ägyptischen Kollegen, die stellen ja sicher, dass die gesamte Hilfe, die ja sehr viel kommt ja über diesen Flughafen Al-Arish auf dem nördlichen Sinai auch an, dass die eben zur Grenze kommt und dann nach Gaza reinkommt. Also ich glaube schon, dass dort geholfen wird. Im
Der Rotkreuz-Rothalbmond-Bewegung, kann ich Ihnen versichern, wird wirklich aus allen Ländern, aus allen Regionen geholfen. Wir sind zum Beispiel gerade als deutsches Rotes Kreuz, haben wir ein großes Schiff von der türkischen Küste auf den Weg gebracht, gemeinsam mit dem türkischen Roten Halbmond, das nach Ägypten fahren wird, um dann von dort wieder Hilfe nach Gaza zu bringen. Also da arbeiten wirklich alle zusammen, um möglichst viel Hilfe nach Gaza zu bringen. Und noch diese Frage, wie können wir von Deutschland aus helfen? Von Deutschland aus, ganz ehrlich gesagt, ist uns und den Kollegen in Palästina sehr damit geholfen, wenn sie Geld spenden, weil es sind wirklich Hilfsgüter, die im Augenblick gebraucht werden. Und die Einfuhr dieser Hilfsgüter ist so komplex, das macht es ja noch schwieriger. Ganz viele Hilfsgütertransporte werden an der Grenze zu Gaza zurückgewiesen, weil sie Güter enthalten, die nicht akzeptiert werden. Deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, einzelne Güter zu schicken, sondern es hilft wirklich nur, konfektionierte, vereinheitliche Güter in großen Mengen zu schicken, weil ansonsten, es werden so schon viele Güter zurückgeschickt, aber dann wäre es überhaupt nicht mehr zu handhaben. Vielen Dank, dass Sie uns all diese Fragen heute Abend beantwortet haben. Der Leiter der internationalen Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz, Christoph Jonen, war das. Danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Und was man natürlich tun kann, wenn man das möchte, ist spenden. Wenn ihr das tun möchtet, also spenden für Menschen im Gazastreifen, dann zeigen wir euch, wie ihr das tun könnt, nämlich hier beim Aktionsbündnis Katastrophenhilfe. Das Stichwort wäre da die ZDF-Nothilfe Nahost. Die IBAN ist die D65 100 400 600 100 400 600. Mehr Infos gibt es auch auf spenden.zdf.de. Im Stream habe ich gerade noch diesen Kommentar gesehen. Frieden für beide Seiten, wünscht sich ein User, eine Userin. Das ist in der Tat ein gutes Schlusswort. Und deswegen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit heute, für eure Fragen und gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.